Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist jetzt der 10. Teil aus dem Büchlein Roms Ziele in Theorie und Praxis von Gustav Mix, Anfang des 20. Jahrhunderts, ich meine 1911, geschrieben. Der Mann war sehr beschäftigt in den Jahren, hat sehr viele Dinge geschrieben. Das Schuldbuch der Jesuiten lese ich im Augenblick im Taxi und das ist also mit jeder Seite mehr faszinierender. Ich lese jetzt gerade über den 30-jährigen Krieg und das ist sehr, sehr erschütternd und ich freue mich da schon drauf, auch dieses Buch einmal online zu lesen. Ob das dann exklusiv für meine Webseite wird oder auf YouTube rauskommt, das werde ich dann noch sehen. Auf jeden Fall fahren wir hier jetzt heute fort mit dem 10. Teil von Roms Ziele in Theorie und Praxis, wobei wir die Theorie ja bereits früher gesprochen haben. Jetzt geht es um die Praxis. Wir haben auch den Absatz schon gelesen, den ich jetzt noch mal lese, aber weil wir ja in dieser Lesung auch ein wenig hineinkommen wollen in das Thema, lese ich halt den Absatz vom letzten Mal noch mal vor. Und der befindet sich auf Seite 20 in dem Heftchen, Seite 12 in meinem PDF. Und da lautet es, wie ist es damit? Sehen wir uns die Konkordate Antichrist Pius des 9. und Antichrist Leos des 13. daraufhin einmal etwas näher an. Dabei lassen wir die mit den süddeutschen Staaten, also Baden, Württemberg und Hessen, geschlossenen Konkordate außer Ansatz, da sie einmal an dem Widerstand der Stände zuletzt doch noch gescheitert sind, sodann aber auch deutlich erkennen lassen, dass diese Staaten mit starker protestantischer Bevölkerung, Württemberg und Hessen waren ja zu zwei Dritteln evangelisch, doch immerhin eine etwas gelindere Behandlung forderten. Auch liegt uns ja in erster Linie daran, eine Vorstellung zu bekommen von dem, was Rom in Staaten, wo es das Heft ganz in Händen hat, durchzusetzen, gewillt und imstande ist. Das aber waren um die Mitte des 19. Jahrhunderts, zum Teil sind es noch, Österreich, Spanien, Portugal, sowie vor allem die zentral- und südamerikanischen Republiken. Wir beschränken darum unsere Untersuchung im Wesentlichen auf die mit diesen Staaten abgeschlossenen Konkordate, die im Übrigen fast alle über einen Leisten geschlagen sind, also auch schon aus diesem Grunde als der normale Ausdruck dessen gelten dürfen, was Rom überall als sein gutes Recht in Anspruch nimmt und, wo es kann, auch durchsetzt. Dass das österreichische Konkordat von der Regierung 1870 infolge der Proklamierung der päpstlichen Unfehlbarkeit gekündigt wurde, beweist wohl, dass auch streng katholische Staaten schließlich einmal die Konkordate als unerträgliche Fesseln empfinden. Roms Tendenzen werden dadurch aber natürlich nicht geändert. Und welche Macht die katholische Kirche in diesen beiden Ländern noch hat, das ist ja bekannt. Es kommen demnach für uns in Frage. Erstens, das Konkordat mit Österreich vom 18. August 1855. Zweitens, das Konkordat mit Spanien. Dieses wurde aber bereits besprochen in der Lesung vom Doppelgesicht des Papsttums, das am 25. August 1859 in Wirkung trat, das auf das Konkordat vom 16. März 1851 zurückgeht. Also in Spanien hatten wir zwei, das von 1851 und dann das von 1859, ein erneuertes. Darüber hatten wir in der Lesung von dem Doppelgesicht des Papsttums von James Atkin Wiley gesprochen. Drittens, das Konkordat mit Portugal von 1857. Und ihr seht, wie dicht die alle beieinander liegen. Ne? Spanien 51 und 59, Portugal 57. Dann die nächsten. Costa Rica 1853, Guatemala 1853, Nicaragua 1862, San Salvador 1863, Honduras 1863. Übereinstimmt mit dem von Guatemala außer einem Artikel, nämlich Nummer 5. Ecuador 1862, aufgehoben 1878, erneuert 1881, eine neue Version, Nova Versio. Und dann haben wir auch noch Kolumbien 1887, was hier übrigens Columbia heißt. Ja? Und das wäre es so ungefähr. Das ist eine ganze Menge, die wir hier auf uns laden, was wir hier lesen wollen. Aber ihr seht, das sind alles Konkordate zwischen den Beginn der 1850er Jahren und
1880er Jahren, also innerhalb von 30 Jahren, sind hier überall Konkordate gemacht. Teilweise wieder abgeschafft und dann wieder ersetzt worden. Ja? Sonst verdienen noch außer dieser Sammlung Beachtung die Pacta ad Stipulata cum Gubernio Britannico, das ist der Vertrag mit der englischen Regierung über Malta vom Jahre 1890, auf die gegebenenorts zurückzukommen sein wird. Der erste und wichtigste Punkt, der in jedem Konkordat erörtert wird, betrifft die grundsätzliche Stellung der katholischen Kirche in Staat und Gesellschaft, besonders auch den Andersgläubigen gegenüber. Ja? Das ist immer in Paragraph 1 geregelt. Der erste und wichtigste Punkt in jedem Konkordat betrifft die grundsätzliche Stellung der katholischen Kirche in Staat und Gesellschaft. Und da hat Rom es fast überall erreicht, also überall, wo sie Konkordate abgeschlossen haben, dass die katholische Kirche als Staatsreligion offiziell anerkannt ist. Zitat: Die katholische apostolische römische Religion ist die Staatsreligion und soll stets unverletzt erhalten bleiben mit allen Rechten und Vorrechten, die ihr nach Gottes Gesetz und den kanonischen Satzungen zukommen. Ende Zitat. So oder ähnlich lautet stets der erste Artikel der verschiedenen Konkordate. Tja, dann schauen wir doch mal, wie ist denn das bei dem Reichskonkordat Deutschland 1933, wo ich ja ein eigenständiges Video drüber gemacht habe, dass ich muss mir das mal eben notieren hier, dass ich es nicht vergesse, Konkordat Deutschland Link, dass ich das hierin verlinke, dass ihr das auch noch mal schauen könnt, für diejenigen, die es noch nicht kennen, weil es gibt ja auch immer wieder neue Zuschauer dieser Videos. Im Artikel 1 des Reichskonkordats von Deutschland 1933, das nicht vergessen, heute immer noch Gültigkeit hat, heute 2022. Zitat: Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Es, also das Deutsche Reich, anerkennt das Recht der katholischen Kirche innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten und im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen. Ende Zitat. Wenn wir uns das jetzt mal ruhig auf der Zunge zergehen lassen. Das Deutsche Reich anerkennt das Recht der katholischen Kirche innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten. Dann heißt das, dass hier das Deutsche Reich der römisch-katholischen Kirche erlaubt, einen Staat im Staate zu errichten. Das muss man erstmal verstanden haben. Da muss man erstmal eben bei schlucken. Ein Staat im Staate? Vielleicht ist das dann ja auch der Staat, der uns wirklich regiert. Da der aber nicht so offensichtlich ist, ist das vielleicht der im Schatten regiert? Ist das dann vielleicht die Schattenregierung? Das Konkordat ist von 1933. Wir sprechen hier über 133, jetzt habe ich keinen Bock zu rechnen, echt wahr? 67 und 22. Wir sprechen über 89 Jahre. Das ist heute immer noch gültig. Das Deutsche Reich anerkennt das Recht der katholischen Kirche innerhalb der kompletten Grenzen des Reiches. Und das Deutsche Reich ist ja noch nicht untergegangen. Der römisch-katholischen Kirche ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten und im Rahmen ihrer, also der römisch-katholischen Kirche, Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen. Das heißt mit anderen Worten, dass die Mitglieder der römisch-katholischen Kirche an Gesetze gebunden sind, die vielleicht gar nicht mal mit den Gesetzen des Reiches übereinstimmen. Und wir müssen das jetzt ja hier nicht auf das Deutsche Reich beschränken. Ich habe ja gesagt, oder der Autor sagt ja eben, das ist der erste Artikel in vielen dieser Konkordate.
Das gilt nicht nur für Deutschland, aber für Deutschland gilt, dass es vor 89 Jahren gemacht wurde und heute immer noch gültig ist. Das ist ja wohl der Gipfel. Ne? Ich glaube, ich werde diesen Satz in die Beschreibung des Videos mit reinkopieren. Ja? Kommentar reinkopieren. Ich muss mir das eben notieren, sonst vergesse ich das. Ihr könnt das verstehen. Ich mache die Lesung noch. Ich muss ja sehen, dass ich nachher daran denke, genau diese Dinge dann auch in das Video mit reinzumachen. Das ist doch der Hammer, ne? Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Das nennt man Religionsfreiheit, solange es erlaubt ist, römischen Katholizismus zu praktizieren, ist für die römisch-katholische Kirche alles in Ordnung. Die unterwandert nämlich die anderen Religionen und wird sie früher oder später rausschmeißen oder verbieten lassen. Siehe zum Beispiel Vietnam. Es anerkennt das Recht der katholischen Kirche, also das Deutsche Reich, erkennt das Recht der katholischen Kirche an, innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, also innerhalb des Deutschen Reichs, das noch nie untergegangen ist, die Angelegenheiten der römisch-katholischen Kirche, dass sie sie selbstständig ordnen und verwalten kann und im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen. Bindende Gesetze. Das heißt, du hast nicht die Wahl, ob du die Gesetze folgen willst oder nicht, ob du denen gehorchen willst oder nicht. Nein, die sind für dich als römischer Katholik, sind die bindend. Der Autor fährt fort und sagt, die scheinbar mildere Fassung des österreichischen Konkordats, in dem die erste Hälfte des Satzes mit der Erklärung des Katholizismus zur Staatsreligion fehlt, ist gegenüber der folgenden Zusicherung, dass, Zitat, die römische Kirche im ganzen Reiche und in allen seinen Teilen unverletzt erhalten bleiben soll, mit allen Rechten und Vorrechten und so weiter, vollkommen bedeutungslos. Denn zu den Vorrechten Roms gehört eben nach dem kanonischen Recht, wenn nicht die Alleinherrschaft, so doch mindestens die gründliche Bevorzugung der römischen Kirche. So ist es denn auch Antichrist Pius dem IX. Nicht, so ist es denn auch Pius Entschuldigung. So ist denn auch Antichrist Pius der IX. Nicht müde geworden, immer und überall zuerst darauf zu dringen, dass die römische Kirche unter allen Umständen als die Staatsreligion anerkannt werde. Genau ebenso, wie es Antichrist Pius der Siebte vor ihm in seinen Konkordatsverhandlungen mit Napoleon dem Ersten und Antichrist Leo der Dreizehnte nach ihm getan hat. Ja, dieser hat vor wenig mehr als 20 Jahren in dem Konkordat mit Columbia eine wesentliche Verschärfung dieser grundlegenden Bestimmung durchgesetzt. Es heißt da nämlich im Anschluss an den einleitenden Satz von dem Katholizismus als Staatsreligion, Zitat, die öffentliche Gewalt erkennt dieselbe gleichsam als wesentliches Element der Gesellschaftsordnung an und verpflichtet sich, ihr wie ihren Dienern ihre Hilfe und ihren Schutz angedeihen zu lassen und so weiter. Aber auch das ist Rom nicht genug. Sein Ziel ist die Ausschließung jedes anderen Kultus aus dem von ihm beherrschten Staatsgebiet. Und selbst das ist ihm mehrfach gelungen. Das spanische Konkordat von 1851 hebt also an, Zitat, die katholische apostolische römische Religion, die mit Ausschluss jedes anderen Kultus die alleinige Religion des spanischen Volkes ist, soll stets erhalten bleiben. Und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Menschen, wir gehen mal davon aus, ja, ich weiß, Spanien war ja ein Königreich zu der Zeit. Aber wenn es eine Republik ist oder eine Demokratie ist, wie heutzutage uns ja vorgegaukelt wird, dass Spanien ist, und wir wissen ja nicht, was heute im spanischen Konkordat steht, außer man forscht das jetzt mal selber nach, oder wie es im deutschen Konkordat heutzutage alles ausgeführt ist, oder selbst damals ausgeführt war, 1933, das ja heute immer noch Gültigkeit hat, da steht tatsächlich im spanischen Konkordat drin, dass die katholische, apostolische, römische Religion
mit Ausschluss jedes anderen Kultes die alleinige Religion des spanischen Volkes ist. Da wird einem doch Religion auferzwungen, oder wie muss ich das anders verstehen? Und das Konkordat mit Ecuador fügt auch noch in seiner neuen Gestalt vom Jahre 1881, genau ebenso wie 20 Jahre früher, dem sonst üblichen einleitenden Satze, in dem übrigens der Katholizismus ausdrücklich für die einzige, unika Religion des Staates erklärt wird, die Bemerkung hinzu, Zitat, deshalb kann im Staate Ecuador niemals ein anderer Kultus oder eine Gesellschaft, die von der Kirche verdammt ist, gestattet werden. Also mit anderen Worten, wird hiermit komplett ausgeschlossen, dass irgendeine protestantische Kirche sich dort ansiedeln kann, weil das ja eine Kirche ist, die von der römisch-katholischen Kirche verdammt ist, die protestantische. Also eine lutheranische zum Beispiel oder welche Kirche auch immer, kann sich da noch nicht einmal formen. Nach dem Gesetz wohl zu verstehen. In vollem Einklang damit bestimmte dann auch das Staatsgrundgesetz von Ecuador. Jetzt hört gut zu. Niemand kann Wähler oder Gewählter sein, noch irgendein Staatsamt bekleiden, der sich nicht zur römisch-katholischen Religion bekennt. Bang! Das steht in dem Staatsgrundgesetz von Ecuador. Niemand kann Wähler oder Gewählter sein, noch irgendein Staatsamt bekleiden, der sich nicht zur römisch-katholischen Religion bekennt. Das erinnert mich ganz stark daran, wie es früher in den Kolonien waren, also den Kolonien, die dann ab 1776 in Aufstand gegen England waren und 1789 die Vereinigten Staaten von Amerika gründeten. In den Kolonien war es nämlich einem jeden Katholiken verboten, öffentliche Ämter zu bekleiden, Staatsämter also zu bekleiden oder auch gewählt zu werden. Selber wählen durften sie wahrscheinlich auch nicht. Das sind die puritanischen Gesetze aus England, die damals noch in Amerika, also besser in den Kolonien, gewirkt haben. Ja? Und hier wird genau das Gegenteil festgesetzt. Nur Katholiken können in ein Staatsamt eingehen. Nun muss man natürlich wissen, und das wissen die meisten meiner Zuschauer inzwischen, ja, dass die Katholiken ihre Treue nicht dem Land schwören, dem sie sozusagen dienen, sondern dass sie ihre Treue dem Papst schwören. Sie dienen einem fremden Herrscher, weil der Papst ist ja nun nicht der Herrscher über Ecuador in diesem Fall, sondern der Papst ist Herrscher über Rom. Aber die Katholiken dienen Rom, dienen dem Papst in Rom. Und hier wird in der Verfassung des Landes festgeschrieben, dass jeder, der wählt, gewählt wird oder ein Staatsamt bekleidet, zu der Religion gehört, die nicht dem Staat dient. Was heißt denn das dann für die sogenannten Volksvertreter? Die können doch gar nicht das Volk von Ecuador vertreten, wenn sie die Interessen des Antichristen vertreten. Der Satz geht noch weiter. Jeder, der einer von der katholischen Kirche verurteilten religiösen Gesellschaft angehört, geht aller staatsbürgerlichen Rechte verlustig. Also, jeder, der nicht zur römisch-katholischen Kirche gehört, zur römisch-katholischen religiösen Gesellschaft, wie es hier so schön heißt, jeder, der da nicht zugehört, hat keine staatsbürgerlichen Rechte. Das heißt, du darfst nicht wählen, du kannst nicht gewählt werden. Und welche staatsbürgerlichen Rechte man sonst noch alle hat? Ich habe keine Lust, die ganzen Staatsbürgerrechte aufzuzählen. Könnt ihr ja selbst noch gucken, welche Rechte man hat. Und mit Rechten kommen ja auch Pflichten. Die Leute haben dann wahrscheinlich nur noch Pflichten, aber auf jeden Fall haben sie keine Rechte. Ein staatsbürgerliches Recht sind doch Rechte, die in der Konstitution festgeschrieben sind. Jetzt wollen wir das mal eben ein wenig sinnieren, in die heutige Welt, in das heutige Deutschland rein. Dann, wenn das in der deutschen Verfassung stehen würde, dann würde ich darunter verstehen, dass ein jeder, der nicht römisch-katholisch ist, mit anderen Worten auch nicht die Rechte des Grundgesetzes genießen kann.
Also Unversehrtheit der Person, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, Gewissensfreiheit und so weiter und so weiter. Ich probiere hier euch aufgrund der Geschichte, was damals in Ecuador festgeschrieben war, zu erklären, wie es eigentlich heute in der ganzen Welt mehr oder weniger ist, und vor allen Dingen auch in Deutschland, in der Europäischen Union. Diese Gesetze sind vielleicht nicht für jeden offensichtlich, aber die Länder, die Konkordate haben, und da könnt ihr auf Concordat Watch EU selber gerne nachschauen, welche Länder alle ein Konkordat haben, die verpflichten sich mehr oder weniger genau das zuzumachen. Nun, das sind im Augenblick sind es de facto Gesetze. Das heißt, es sind Gesetze, die erlassen sind. Inwieweit diese Sätze durchgezogen, also befolgt werden, inwieweit sie auch ausgeführt werden, das steht auf dem anderen Blatt. Das ist de jure. Aber wenn die Gesetze schon mal da sind, dann legt man doch schon mal die Basis, um, wenn es in diesem Fall der Kirche passt, diese Gesetze auch in voller Härte zupassen zu können. Und dann sprechen wir über Inquisition 2.0. Deswegen nennt Tom Fress sein Ministerium auch Inquisition Update in Amerika. Weil der beschäftigt sich genau mit diesem selben Thema und diese Dinge sind eben für Amerika auch wichtig. Und wenn wir uns mal vorstellen, das nehmen wir jetzt halt mal Amerika als Beispiel, ja, wenn man einer der katholischen Kirche verurteilten religiösen Gesellschaft anhört, und in Amerika gibt es ja viele, die protestantischen Kirchen angehören, auch wenn die nicht mehr protestantisch sind, da wollen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, der geht aller staatsbürgerlichen Rechte verlustigt. Also mit anderen Worten, die Verfassung der Vereinigten Staaten mit all ihren Zusätzen gilt gar nicht für alle diejenigen, die in einer protestantischen Kirche organisiert sind und nicht in der katholischen Kirche. Tja, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist genau der Punkt, den Tom seinen Landsleuten probiert deutlich zu machen. Und das ist genau der Punkt, den ich meinen Landsleuten probiert deutlich zu machen, weil dieses steht vielleicht so nicht in unserer Verfassung. Dieses steht vielleicht so nicht in unserem Konkordat. Aber man sieht daran, dass die Kirche das hier in Ecuador zupasst, dass das schlussendlich ihr Ziel ist. Deswegen heißt das Buch ja Roms Ziele in Theorie und Praxis. Die Theorie haben wir gehabt. In der Praxis setzen sie das um in den Konkordaten. In den Konkordaten oder in den Verfassungen, die sie beeinflussen, steht in diesem Fall für Ecuador, niemand kann Wähler oder Gewählter sein, noch irgendein Staatsamt bekleiden, der sich nicht zur römisch-katholischen Religion bekennt. Jeder, der einer von der katholischen Kirche verdammten oder verurteilten religiösen Gesellschaft angehört, geht aller staatsbürgerlichen Rechte verlustig, ist also, was wir eigentlich nennen, vogelfrei. Wo kann man das nachlesen? Bei dem Grafen Hönsbrüch, moderner Staat, Seite 152. Bei einer solchen, noch bis in die neueste Zeit, auch von dem Friedenspapst, Antichrist Leo dem 13. bestätigten Gesinnung, darf es uns nicht wundern, dass die spanischen Bischöfe, der päpstliche Nuntius in Madrid, und zuletzt auch Antichrist Pius IX. Selbst im Jahre 1875 aufs Heftigste gegen den Paragraphen 2 des Artikels 11 der neuen spanischen Verfassung protestierten, weil dieser Paragraph 2 auch den Andersgläubigen die Ausübung ihres Kultus gestattete, obwohl im Paragraph 1 die katholische Religion ausdrücklich als Staatsreligion anerkannt war. Der Papst verlangte, dass die katholische Religion in Spanien die alleinige unter Ausschluss aller anderen christlichen Kulte bleibe und sah bereits als Folge dieser vom Staate beabsichtigten unzeitigen Duldsamkeit den Irrtum sich ausbreiten, schwere Verfolgung über die katholische Kirche hereinbrechen und eine Unzahl von Übeln sich über das unglückliche Spanien ergießen. Da wird man es allerdings verständlich finden, dass der junge König Alfons der 13. noch im Jahre 1905 in dem Bau einer protestantischen Kapelle zu Barcelona, Zitat, einen neuen Anschlag gegen den Glauben unserer Väter und die Religion des Staates, Ende Zitat, erblicken
und sogar mit seinen Ministern über die zweckmäßigsten Mittel zur Beseitigung eines solchen Missbrauchs beraten konnte. Vergleiche die Kirchenpolitik der Hohenzollern von einem Deutschen. Frankfurt am Main, erschien 1906, Seite 315, fortfolgende. Da steht das drin. Wie gesagt, das Buch ist eben auch sehr gut recherchiert und unterlegt mit Brunnen. Ich lese auch nicht jedes Mal die Fußnoten vor. Teilweise stehen die hier auch in Latein. Das kann ich dann sowieso nicht. Das kann sich jeder ja selber gerne mal zu Gemüte führen, weil das Buch ist ja schlussendlich auch auf meinem Archive.org und auf meiner Webseite joggler66.de in den Büchern zu finden und kann man da nachlesen und kann sich das auch gerne aus dem Lateinischen selbst übersetzen. Zu Spanien möchte ich hier nochmal eben zufügen. Wir hörten jetzt gerade, dass das hier der spanische König Alfons der 13. im Jahre 1905 gesagt hatte. 1905, jetzt gehen wir da mal 30 Jahre später, sind wir 1935, dann regiert in Spanien ein gewisser Franco. Und der Franco hat ein ultramontanes Schwert in Spanien gebraucht, um das Land zu regieren. Absoluter Faschismus, also hundertprozentiger tridentinischer Katholizismus. Und in Spanien wurden Andersgläubige verfolgt und vor allen Dingen selbst auch liberale Katholiken. Es sind ja auch die liberalen Katholiken, die da verfolgt werden. Da wurden hier mit solchen Gesetzen und solchen Aussagen bereits die Grundlagen gebildet. Und dann hat die römisch-katholische Kirche in den ab Mitte der 20er bis Mitte der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und das, was sie vorbereitet hat, mittels des Faschismus in Europa umgesetzt in die Realität. Also Roms Ziele in der Praxis. Der Autor fährt fort und sagt, selbstverständlich haben die einzelnen Staaten demzufolge ihre gesamten Machtmittel der Kirche zur Verfügung zu stellen, nicht nur zur Ausbreitung der katholischen Religion unter den Heiden, sondern auch zur Bekehrung der Andersgläubigen und zur Unterdrückung glaubensfeindlicher Bestrebungen. In allen Konkordaten findet sich die Bestimmung, dass die Regierung verpflichtet ist, Zitat, alle geeigneten Hilfsmittel zur Ausbreitung des Glaubens darzubieten. Und zwar sowohl allgemein zur Bekehrung der im Staatsgebiet vorhandenen Ungläubigen, wie auch im Besonderen zur Einrichtung und Förderung der heiligen Missionen, als deren Objekt nach römischer Auffassung bekanntlich auch die Protestanten gelten. Ja, Venezuela übernimmt in Artikel 26 diese ganze Arbeit der Einfachheit halber lieber gleich selbst von Staats wegen. Zitat, die Regierung von Venezuela wird auf jede mögliche Weise, omnibus quibus utipoterit modis, für die Bekehrung zum katholischen Glauben und die christliche Unterweisung der bisher noch im Staatsgebiet lebenden Ungläubigen sorgen. So, christlich lesen wir als katholisch und ungläubig nehmen wir mal als Bibel folgend. Dann liest sich der Satz, die Regierung von Venezuela wird auf jede mögliche Weise für die Bekehrung zum katholischen oder tridentinischen Glauben und die katholische Unterweisung der bisher noch im Staatsgebiet lebenden Protestanten oder Bibelgläubigen sorgen. Mit anderen Worten, konvertiere oder stirb. In Artikel 6 des neuen Konkordats mit Ecuador aber heißt es, Zitat, die Regierung von Ecuador wird mit ihrem wirksamen Patrizinium den Bischöfen jegliche Hilfe gewähren, wenn solche von ihnen begehrt wird, und zumal, wenn sie der Gottlosigkeit der Menschen entgegentreten müssen, die die Gläubigen zu berücken und ihre Sitten zu verderben suchen. Ende Zitat. Nochmal. Die Regierung von Ecuador wird mit ihrem wirksamen Patrozinium die Bischöfen jegliche Hilfe gewähren, also die Bischöfe kriegen alle Macht und staatliche Hilfe, wenn solche von ihnen begehrt wird und zumal, wenn sie der Gottlosigkeit der Menschen entgegentreten müssen, also dem Bibelglauben, die Gläubigen zu berücken und ihre Sitten zu verderben suchen. Berücken, da würden wir heute bedrücken wohl sagen. Also mit anderen Worten, weil die Bibel
das Lesen der Bibel und das Glauben des wahren Wortes Gottes gefolgt wird, kriegen die Bischöfe alle Macht, um dafür zu sorgen, um diese Gläubigen eben auch umzudrehen. Ne? Weil eben, wenn man nicht die römisch-katholische Kirche folgt, man gottlos ist und sie daher bedrückt sind und Sitten verdorben sind. Es bedarf wohl kaum des besonderen Hinweises darauf, dass es in erster Linie natürlich wieder auf den Protestantismus gemünzt ist. Das habe ich ja erklärt, ohne das hier zu lesen. Der ja auch nach der Canisius-Enzyklika Antichrist Leos des 13. vom 1. August 1897 bekanntlich die äußerste Sittenverderbnis gezeigt hat und nach dem Einheitskatechismus Antichrist Pius des 10. überhaupt nichts anderes ist als, Zitat, die Summe aller Irrlehren, die vor ihr waren, nach ihr gewesen sind und nach ihr noch entstehen können, um die Seelen zu verderben. Ende Zitat. Das sagt ein Papst über den Protestantismus im sogenannten Einheitskatechismus. Lesen wir es nochmal. Es bedarf wohl kaum des besonderen Hinweises darauf, dass das, was wir bis jetzt gelesen haben über die Macht der römisch-katholischen Kirche, über andere Kulte, über andere Vereinigungen, die nicht römisch-katholisch sind, in erster Linie natürlich wieder auf den Protestantismus gemünzt ist, der ja nach der Canisius-Enzyklika bekanntlich die äußerste Sittenverderbnis gezeitigt hat. Also der Protestantismus ist die äußerste Sittenverderbnis. Und nach dem Einheitskatechismus von Pius dem 10. ist der Protestantismus überhaupt nichts anderes als die Summe aller Irrlehren. Also die Lehre, die wahre Lehre der Bibel, das ist nämlich Protestantismus, ist nach dem Antichristen die Summe aller Irrlehren. Und zwar aller Irrlehren, die vor ihr waren, nach ihr gewesen sind und nach ihr noch entstehen können, um die Seelen zu verderben. Wenn wir jetzt das verstehen, was der Papst hiermit meint, dann sagt er im Grunde, dass das Lesen und Folgen des Wortes Gottes, der Bibel, weil die verdammt die römisch-katholische Kirche ja umzulesen, das ist ja, wo Protestantismus für steht. Protestantismus steht für Jesus ist der Christus und das Papsttum ist der Antichrist, weil die Bibel das so erklärt. Und der Papst Pius X. Sagt hier in seinem Einheitskatechismus, dass die Summe aller Irrlehren, die vor ihr waren, nach ihr gewesen sind und nachher noch entstehen können, um die Seelen zu verderben, dass das der Protestantismus ist. Dass das die Bibel ist, dass das das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes verdirbt die Seelen. Das Wort Gottes ist die Summe aller Irrlehren. Das sagt er hier. So muss man das verstehen. Da gibt es überhaupt keine andere Interpretationsmöglichkeit als das. So ist also die Kirche in diesen Konkordatsstaaten tatsächlich die unumschränkte Herrin. Und die Staatsgewalt ist ihr Büttel. Die geistige steht über der weltlichen Gewalt. Die weltliche Gewalt führt aus, was die geistige Gewalt ihr befiehlt. Die Staatsgewalt ist der Büttel der unumschränkten Herren der römisch-katholischen Kirche. Von irgendwelchen Hoheitsrechten des Staates über die Kirche ist da natürlich überhaupt nicht mehr die Rede. Das sogenannte Placet oder Grequatur, wie heißt das hier? Grequatur, das heißt die Befugnis des Staates, kirchliche Erlasse und Kundgebungen zu prüfen und gegebenenfalls ihre Veröffentlichung zu verbieten, wird selbstverständlich überall kurzerhand beseitigt. Desgleichen die sogenannte Appellatio ab
abuso. Das heißt, die Berufung der einzelnen Staatsbürger an den Staat gegen den Missbrauch der kirchlichen Gewalt. Was heißt das jetzt bitte? Wollen wir das nochmal eben gut verstehen? Die Berufung der einzelnen Staatsbürger an den Staat gegen den Missbrauch der kirchlichen Gewalt. Denkt doch bitte mal an die römisch-katholische Pädophilie-Agenda. Schaut noch mal meine Videos über den katholischen Kindesmissbrauch. Jetzt weiß ich im Augenblick gar nicht mehr, wie ich die Spielliste damals genannt habe. Müsste ich mal eben nachschauen hier. Verzeiht mir das eben, dass ich das mal eben nachschauen muss. Ich habe da ja systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Ja, diese Spielliste. Schaut das noch mal. Schaut das noch mal in diesem Zusammenhang. Was steht hier geschrieben? Die römisch-katholische Kirche sagt mit anderen Worten, es gibt keine Berufung der Staatsbürger an den Staat gegen Missbrauch der kirchlichen Gewalt. Was ist denn die Pädophilagenda der römisch-katholischen Kirche? Das ist doch Missbrauch, wo die Kirche ihre Gewalt missbraucht. Kirchlicher Missbrauch, Gewaltmissbrauch der Kirche. Da hat kein Staatsbürger an den Staat drüber zu klagen. Und wenn er das tut, dann kann der Staat nichts machen. Und das ist genau das, was wir überall in der Welt feststellen. Die Pädophilagenda der römisch-katholischen Kirche geht ihren Gang, ob die Leute jetzt angeprangert werden oder nicht, ob die Priester jetzt entdeckt werden oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Staatsgewalt überhaupt keine Grundlage hat, dagegen vorzugehen. Die Berufung einzelner Staatsbürger an den Staat gegen Missbrauch der kirchlichen Gewalt findet nicht statt. Appellatio ab. Abuso. Schwerer Tobak. Ne? Zitat: Da der römische Pontifex nach göttlichem Rechte den Primat der Ehre und der Jurisdiktion über die gesamte Kirche in vollem Umfang innehat, sollen Bischöfe, Klerus und Volk frei mit dem apostolischen Stuhl verkehren, heißt es in sämtlichen Konkordaten. Das ist übrigens Artikel 4 im immer noch gültigen deutschen Konkordat. Habe ich selbst nachgeschaut, schaut es selbst nach. Der Link zu dem deutschen Konkordatsvideo, wo auch der Link zu dem Konkordat bei ist, ist ja in dieser Beschreibungsbox dieses Videos inbegriffen. Ja? Da der römische Pontifex, da der Antichrist nach satanischem Recht den Primat der Ehre und der Jurisdiktion über die gesamte Kirche in vollem Umfang innehat, sollen Bischöfe, Klerus und Volk frei mit dem apostolischen Stuhl verkehren, heißt es in sämtlichen Konkordaten. Und das von Ecuador fügt auch in seiner neuen Fassung noch hinzu, dass keine bürgerliche Gewalt den Klerus in der freien und vollen Ausübung dieses Verkehrs durch Vorschrift der Exequatur behindern dürfe. Dies in Artikel 5. Während Artikel 7 die Berufungen von den Urteilssprüchen der Ordinarien an die weltliche Gewalt einfach abschafft. Übrigens wird in beiden Konkordaten mit Ecuador, dem neuen sowie dem alten, auch der Treueeid des Bischofs gegen die konstitutionelle Regierung, der sonst wenigstens, wenn auch mit einiger Zurückhaltung, gestattet ist, mit Stillschweigen übergangen, also augenscheinlich für überflüssig gehalten. Mit anderen Worten, wenn der Bischof Treue an den Staat schwört, das spielt überhaupt keine Rolle, weil da rufen wir, ich sag's mal so, wie es gemeint ist, geistige Vorbehalte ein. Da können wir schwören, was wir wollen. Wir können schwören, was wir wollen. Wenn unser Schwur gegen die Ziele der römischen Kirche verstößt, dann ist der Schwur nicht gültig. Das heißt das. Und so agiert die römisch-katholische Kirche. Seit Jahrhunderten. Man mag ja nun den tatsächlichen Wert der so geltend gemachten staatlichen Kirchenhoheit äußerst gering einschätzen, da Rom ohne Zweifel alle diese ihm etwa hinderlichen Bestimmungen mit Leichtigkeit umgehen könnte.
In Bayern sucht es ja neuerdings geradezu etwas darin, sich über das dort noch bestehende Plazett hinwegzusetzen. Und es wäre dort bei der Schwäche der Regierung Rom gegenüber für die Staatsautorität sicher besser, das Plazett existiere überhaupt nicht. Ja, man mag der Auffassung Bismarcks, der die Appellatio ab abuso einen Degenstich ins Wasser nannte, bis zu einem gewissen Grade zustimmen. Dennoch wird man sich dem Gewicht der Gründe, die für die Aufrechterhaltung dieser Attribute der staatlichen Kirchenhoheit geltend zu machen sind, nicht gut entziehen können. Man muss nur scheiden zwischen rein religiösen und politischen Kundgebungen Roms und sollte sich doch hüten, es mit den kirchenpolitischen Erlassen der internationalen Weltmacht Rom, die für Millionen Menschen maßgebend, ja im Gewissen bindend sind, all zu leicht zu nehmen. Internationale Weltmacht Rom. Das steht hier in diesem Buch von Gustav Mix so darin. Niemand kann bestreiten, dass es eine internationale, alle Nationen überkuppelnde Weltmacht gibt. Und die ist Rom. Bibelgläubige Christen wissen das, weil Daniel in seinem Buch das bereits festgehalten hat, mit den vier Königreichen, entweder mit der Metallstatue, Kopf aus Gold, Arme und Schultern aus Silber, Brust und Bauch aus Messing und Beine aus Eisen, die vier Königreiche oder aber die Tiere Löwe, Bär, Leopard und das unbeschreibliche vierte Tier. Das letzte, die Beine aus Eisen, mit Füßen gemischt Eisen und Ton, zusammen oder auch benannt als das unbeschreibliche Tier, das aus der See kommt. Offenbarung 13, wo es um die zwei Tiere geht, das beides Rom beschreibt. Da wird nicht Amerika beschrieben, da wird beides Rom beschrieben. Da gehe ich auch später in anderen Videos mal drauf ein, in anderen Studien drauf ein, um euch davon in Kenntnis zu setzen, dass beide Tiere aus Offenbarung 13 Rom sind. Das Tier aus der See, und im Detail werde ich das erklären, wieso, ist das heidnische, und das Tier aus der Erde ist das päpstliche Rom, das wir heute haben. Das ist die internationale Weltmacht Rom, die Gustav Mix hier anführt. Man muss nur scheiden zwischen rein religiösen und politischen Kundgebungen Roms und sollte sich doch hüten, es mit den kirchenpolitischen Erlassen der internationalen Weltmacht Rom, die für Millionen Menschen maßgebend und im Gewissen bindend sind, allzu leicht zu nehmen. Rom sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nein, dass aber vollends der Staat bei der Anmaßung Roms gerade heutzutage gar leicht in die Lage kommen kann, seine Bürger gegen Übergriffe Roms schützen zu müssen, liegt zu sehr auf der Hand, als dass es besondere Ausführungen bedürfte. Gerade einer Macht wie Rom gegenüber, die so eifersüchtig über ihren Prärogativen wacht und grundsätzlich nicht ein Tüttelchen ihrer einmal angemaßten Ansprüche preiszugeben gewillt ist, darf sich ein Staat, der auf seine Würde etwas hält, nicht das Geringste vergeben. Kleine Frage von mir zum Abschluss dieses Absatzes: Welcher Staat hält denn etwas auf seine Würde heutzutage noch? Welcher Staat geht denn gegen Rom vor? Welcher Staat gehorcht denn nicht Rom? In der Bibel steht geschrieben, und die ganze Welt wunderte sich nach dem Tier und fragte, wer kann Krieg mit ihm führen? Ein Staat, der etwas auf seine Würde hält, kann sich nicht das Geringste vergeben, um dagegen anzugehen. Aber es gibt heute keinen Staat mehr, der irgendwas auf seine Würde hält, weil jeder Staat ist komplett katholisch unterwandert.
Aber daran ist ja in den Konkordatsstaaten überhaupt nicht zu denken, sagt Gustav Mix. Heutzutage sind aber mindestens 179 Staaten Konkordaten unterworfen. Und das ist eine Erfüllung der Offenbarung, wie ich sie gerade eben zitiert habe. Die Kirchenhoheit des Staates ist, wie die Civilta Catholica, das ist das jesuitische Propagandablatt aus Rom, am 3. April 1869 vom Plazett sagte, ein greulicher Missbrauch, eine sakrilegische Usurpation. Sakrileg ist also Heiligenschändung. Weil die römisch-katholische Kirche nennt sich selbst ja heilig. Der Staat hat der Kirche in ihre Angelegenheiten nicht das Mindeste dreinzureden. Denn die Kirche ist frei, vollkommen frei und unabhängig. Und es ist die heiligste Pflicht der einzelnen Staaten, der Kirche vollkommene Freiheit und Unabhängigkeit im Kirchenregiment zu gewährleisten, sowie alle möglichen Hindernisse, die ihr in Ausübung dieses ihres Amtes in den Weg treten könnten, zu beseitigen. Zitat: Die katholische Kirche genießt volle und unverletzliche Freiheit und Unabhängigkeit von der politischen Gewalt, weshalb diese auf jegliche Weise dafür einzutreten hat, dass jene ihre geistliche Autorität und kirchliche Jurisdiktion in vollem Umfang frei ausüben und ihre Angelegenheiten nach ihren eigenen Gesetzen ordnen und verwalten könne. So lautet der zweite Artikel im Konkordat mit Kolumbia vom Jahr 1887. Und was heißt das auf ganz klarem Deutsch? Die Kirche untersteht nicht den Staatsgesetzen, sondern sie macht ihre eigenen Gesetze. Sie hat ihre Autorität mit ihrer eigenen Jurisdiktion, die sie vollkommen frei ausüben darf. Und alle Angelegenheiten nach ihren eigenen Gesetzen darf sie ordnen und verwalten. Staat im Staate, wie ich vorhin bereits angeholt habe. Und dass es hier im Konkordat von Kolumbia oder heute Kolumbien von 1887 festgelegt. Nun, davor haben wir gelesen, dass die Kirche ja nicht ein Tüttelchen von ihren einmal angemaßten Ansprüchen preiszugeben bereit ist oder gewillt ist. Das heißt, wenn das damals in dem Konkordat von hier in diesem Fall Kolumbia 1887 stand, dann wird das da heute mehr oder weniger auch noch so gelten. Und wenn das da gilt, dann wird die römisch-katholische Kirche das anderswo wahrscheinlich genauso durchgesetzt haben. Auf jeden Fall ist das etwas, was wir in der Welt sehen, dass sie es durchsetzt. Ob sie da jetzt auch die gesetzliche Basis für geschaffen hat, durch diese Konkordate mit den Staaten zu machen, spielt ja im Grunde schon gar keine Rolle mehr. Die römisch-katholische Kirche macht, was sie will. Und wenn du nicht machst, was die römisch-katholische Kirche will, dann ist Kopf ab. Dann ist Regime-Change. Du hast als Staat gar nicht die Möglichkeit, dagegen anzustinken. Wer kann Krieg mit ihm tun, mit dem Tier? Fragt die Bibel. Was freilich alles zu dieser Freiheit der Kirche gehört, davon werden sich die wenigsten eine Vorstellung machen können. Es gehört hier nicht nur die innere Verwaltung der Kirche, sondern auch die reichliche Dotierung der Kirche durch den Staat, da geht es um Geld, sowie das Recht auf unbegrenzte Vermehrung der Güter der toten Hand, die geistliche Gerichtsbarkeit einschließlich der ganzen Ehegerichtsbarkeit, auch über Andersgläubige, die Befreiung der Geistlichkeit vom weltlichen Gericht nebst anderen Immunitäten und das Recht auf Errichtung von Klöstern rein nach dem Ermessen der Kirche. Aber auch das ist noch nicht alles. Zur Freiheit der Kirche gehört auch die Beherrschung des gesamten Schulwesens von der Volksschule bis zur Universität durch die Kirche
und im Zusammenhang damit das Recht, die Wissenschaft durch Zensur, durch Bücherverbot gehörig im Zaum zu halten, damit sie der Kirche nicht gefährlich wird. Ich glaube, nach dem Vorlesen dieses Absatzes werden einige sagen von Jörg, das ist mir zu starker Tobak, jetzt müssen wir eine Pause haben. Ich werde den Absatz noch mal kurz vorlesen und besprechen und dann werden wir auch tatsächlich diese 10. Lesung eben pausieren. Das ist starker Tobak. Was freilich alles zu dieser Freiheit der Kirche gehört, die wir ja davor in den Konkordaten hauptsächlich von Columbia gerade eben besprochen haben. Wovon werden sich die wenigsten eine Vorstellung machen können? Und davon werden sich die wenigsten eine Vorstellung machen können. Es gehört hier nicht nur die innere Verwaltung der Kirche, aber die können sich ja verwalten, wie sie wollen, da haben wir ja nichts mehr zu tun. Aber es gehört auch die reichliche Dotierung der Kirche durch den Staat. Das heißt, der Staat wird verpflichtet, die Kirche finanziell nicht nur zu unterstützen, sondern zu tragen und für die Ausbreitung ihrer Dogmen finanziell für zu sorgen. Mit anderen Worten, wenn die Kirche sagt, da brauche ich Geld für, dann muss der Staat das Geld mal holen. Und ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass die dafür irgendeine Kirchensteuer einführen. Die führen andere Steuern ein oder erhöhen andere Steuern und das Geld geht anstatt für die eigentlichen Zwecke, die es sein gehen sollte, man spricht ja auch von zweckgebundenen Steuern, das Geld geht einfach zur Kirche. Die Kirche kann vom Staat jede Summe fordern, die nötig ist, um ihre Rechte und zwischen Anführungszeichen ihre Pflichten in dem Staat, in dem sie herrscht, durchzusetzen. Die reichliche Dotierung der Kirche durch den Staat heißt nichts anderes, als dass der Staat verpflichtet ist, die Kirche zu finanzieren. Weiter. Sowie das Recht auf unbegrenzte Vermehrung der Güter der Toten Hand. Über die Güter der Toten Hand hatten wir bereits an anderer Stelle gesprochen, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Die geistliche Gerichtsbarkeit einschließlich der ganzen Ehegerichtsbarkeit. Also Ehe wird geschlossen und geschieden nach römisch-katholischem Gutdünken. Nämlich, das gilt auch für Andersgläubige. Also wenn ihr glaubt, dass ihr im Standesamt staatsmäßig traut, da traut ihr auch nur so, wie die römisch-katholische Kirche es bestimmt und zulässt. Nämlich auch über Andersgläubige. Die Befreiung der Geistlichkeit vom weltlichen Gericht. Nebst anderen Immunitäten, also die römisch-katholische Kirche, ist vollkommen frei von allen staatlichen Gerichten, staatlichen Gesetzen, ist immun gegenüber dem Staat, ja, und hat das Recht auf Errichtung von Klöstern rein nach dem Ermessen der Kirche. Also wenn die Kirche sagt, da und da errichte ich das und das Kloster, dann kann der Staat gar nichts dagegen machen. Aber selbst das ist noch nicht alles. Zur Freiheit der Kirche gehört auch die Beherrschung des gesamten Schulwesens von der Volksschule bis zur Universität. Durch die Kirche und im Zusammenhang damit das Recht, die Wissenschaft durch Zensur und Bücherverbot gehörig im Zaum zu halten, damit sie der Kirche nicht gefährlich wird. Weil wenn man nicht bestimmte Bücher verbietet oder im Zaum hält, wenn man die Wissenschaft wirklich das tun lassen würde, was sie tun sollte, dann werden sowohl die Bücher als auch die Wissenschaft der Kirche gefährlich. Weil in Büchern wird oftmals die Wahrheit geschrieben und die Kirche steht nicht für die Wahrheit. Und Wissenschaft hat auch manchmal wirklich wahre Grundsätze. Aber diese Wissenschaft muss dann zensiert werden oder geheim gehalten werden. So denken wir mal an verschiedene
Dinge, die wahrscheinlich von Nikola Tesla heute immer noch für uns allgemein unbekannt sind. So denken wir zum Beispiel mal an technische Innovationen, wie zum Beispiel Autos, die mit Wasser oder mit Luft fahren, ja? Druckluft, Knallgas und was weiß ich nicht alles. Und das ist nur, was ich jetzt weiß. Es gibt noch ganz andere Dinge. Es gibt nur schlauere Leute als mich, die euch alles sagen können, was ist unterdrückte Wissenschaft, unterdrückte wahre Wissenschaft, freie Energie. Gibt es die freie Energie? Die gibt es sicher. Ist sie uns als normalen Bürger zugänglich? Nein, weil frei heißt ja, der Staat verdient nichts. Das Problem ist, wenn der Staat nichts verdient, kann der Staat der Kirche nichts bezahlen. Dann verdient die Kirche nichts. Und das geht ja nun gar nicht. Also muss die Kirche das Recht haben, von der Volksschule bis zur Universität die Bildung zu kontrollieren und damit im Zusammenhang die Wissenschaft durch Zensur im Zaum zu halten. Damit weder die Volksschule noch die Universität oder die Wissenschaft der Kirche gefährlich werden kann. Und das ist ein theoretisches Ziel der Kirche und wird mit den Konkordaten in die Praxis umgesetzt. Und dann sind wir genau da, weshalb wir diese Lesung machen. Roms Ziele in Theorie und Praxis aufzeigen anhand der geschlossenen Konkordate, wie die römisch-katholische Kirche die absolute Macht in einem Land übernimmt. Nach außen hin gibt es eine Regierung, die ihr alle paar Jahre mal wählen dürft, dass ihr euch beschäftigt damit. Aber in Wahrheit dient dieser Staat, dienen diese Figuren, diese Marionetten, die uns vorgesetzt werden, nur der Kirche, die einen Staat im Staate errichtet mit vollständiger Immunität, die niemals angefallen werden kann, da keine Jurisdiktion des Staates über die Kirche besteht. Appellatio ab abuso. Ich lese den letzten Absatz noch einmal. Er ist so wichtig. Was freilich alles zu dieser Freiheit der Kirche gehört, davon werden sich die wenigsten eine Vorstellung machen können. Es gehört hier nicht nur die innere Verwaltung der Kirche, sondern auch die reichliche Dotierung der Kirche durch den Staat, sowie das Recht auf unbegrenzte Vermehrung der Güter der toten Hand. Die geistliche Gerichtsbarkeit, einschließlich der ganzen Ehegerichtsbarkeit, auch über Andersgläubige. Die Befreiung der Geistlichkeit vom weltlichen Gericht, nebst anderen Immunitäten, und das Recht auf Errichtung von Klöstern, rein nach dem Ermessen der Kirche. Aber auch das ist noch lang nicht alles. Zur Freiheit der Kirche gehört auch die Beherrschung des gesamten Schulwesens von der Volksschule bis zur Universität durch die Kirche und im Zusammenhang damit das Recht, die Wissenschaft durch Zensur und Bücherverbot gehörig im Zaum zu halten, damit sie der Kirche nicht gefährlich wird. Das alles finden wir denn auch in dem Syllabus entsprechend in unseren Konkordaten gesetzlich festgelegt. Dem Syllabus entsprechend, dem Syllabus der Fehler von Pius dem 9. aus 1864. Davon spricht der Autor hier. Ich hätte dieses Video gerne genannt, irgendwas im Wissenschaft durch Zensur, Kirche hält Wissenschaft durch Zensur im Zaum. Aber ich glaube, wenn ich den Titel wählen würde, dann würde YouTube mir das Video sofort sperren. Ich werde einen leicht anderen Titel wählen. Da mache ich mir jetzt auch gleich dran, um einen Titel mir zu suchen. Ich hoffe, dass dieses mehrmalige Vorlesen dieses Absatzes auf Seite 25 in diesem Heftchen mal dafür sorgt, dass die Menschen, die nicht jedes meiner Videos regelmäßig schauen, mal ein wenig darüber nachdenken, was hier gesagt ist, und dass das nicht nur leere Worte sind von dem Gustav Mix, sondern dass wir das in allen römisch-katholischen Publikationen der letzten Jahrhunderte immer wieder lesen können, dass das ihr angenommenes Anrecht ist, dass sie meint, das Recht zu haben, dass sie meint, das anderen Ländern aufzudringen. Das ist die Roms Ziele in Theorie, wie wir bereits in den ersten 8 Teilen besprochen haben.
und wie sie das in die Praxis umsetzt, durch diese Dinge in die Konkordate reinzuschreiben. Und ein Konkordat ist ein bindender Staatsvertrag zwischen einem Staat, x-beliebig, Ecuador, Kolumbien, was wir jetzt auch hier gelesen haben, und Deutschland eben auch, und der römisch-katholischen Kirche, die auch ein Staat ist. Das ist eine Aussage von einem Bischof aus dem 20. Jahrhundert. Die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. Deswegen macht sie einen Staatsvertrag. Ich danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt darüber nach, was hier vorgelesen wurde. Ladet euch das Buch selbst runter. Lest es für euch selbst. Und dann macht es anderen Menschen bekannt. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht.